Norbert, 51 Jahre alt. Ja. Und Manuela, 49, ist auch noch da, ne? Ja. Jawohl, beide da. Ja, kann ich gleichzeitig mit euch beiden sprechen? Habt ihr so ein Twin-Telefon? Wir können so, ja, mithören. Das geht. Oh, unsere Leitung knistert schon wieder, wie schrecklich, wie gestern. Naja, da müssen wir wohl durch. Norbert, um was geht's? Die Sexsucht ist sehr groß bei uns. Aha. Bei mir weniger und die Frau möchte nicht so viel. Bei dir weniger und die Frau möchte nicht so viel? Bei mir mehr und die Frau möchte nicht so viel. Wie lange, also ihr seid ein Ehepaar? Jawohl. Wie lange schon verheiratet? Bei der Ehe 16 Jahre. 16 Jahre. Und seit 16 Jahren geht das so? Nee, erst seit ich 50 bin. Hat zwei der Frühling. Erst seitdem du 50 bist, jetzt bist du 51. Ja. Echt? Wieso? Wie kommt das? Kann ich nicht beschreiben. Also wie war es denn bis 50? Hat sich das da so allmählich abgebaut? Nee, da haben wir jeden zweiten Tag was gemacht. Da haben wir immer gesagt, einmal ist ihr Tag, einmal mein Tag. Ich wollte, sie wollte nicht so. Mhm. Hatten wir so eine Regelung. Ja. Dann ab 50 hat sie gedacht, jetzt gebe ich mal freie Fahrt. Mhm. Dann haben wir das praktisch nicht mehr eingebremst. Das ist ja erstaunlich, ne? Wenn man 16 Jahre zusammen war oder ist. Ja. Dass dann nochmal so ein wahnsinniger Schub kommt, was man ja eigentlich nur so aus jungen Jahren kennt, wenn man frisch verliebt ist. Wie sieht denn die Frequenz im Moment aus? Gut. Wie oft? Ja, heute zweimal. Heute zweimal? Ja. Heute zweimal. Gib mir mal die Manuela, Norbert. Jawohl. Ja? Manuela. Mhm. Jetzt habe ich gerade von euch gehört, wie seltsam sich das entwickelt hat. Ja, ja, genau. Wie erklärst du dir das, dass das bis zu seinem 50. Lebensjahr, also bis vor einem Jahr, relativ normal war, aber auch schon viel, finde ich. Und jetzt also plötzlich... normal war das ja nicht. Nee, normal war es auch nicht. War auch schon viel, ne? Ja, eben. Ja, eben. Ja, ich weiß es nicht, warum. Das kann ich mir auch nicht erklären, nur ich habe gesagt, mir ist das eigentlich irgendwo zu viel. Ja, ich wollte gerade fragen, wie du dich fühlst dabei. Meistens werde ich sauer. Ja. Mhm. Führt das dazu, dass es auch schon Streitereien gibt? Ja. Mhm. Was heißt das genau, wenn du sauer wirst? Ja, was heißt das? Naja, ich bin dann sauer. Und ja, ich meine so, heißt das, dass du dann sagst, nee, komm, jetzt lass mich mal eine ganze Woche in Ruhe oder so? Würde ich gerne sagen, ja. Ja. Mhm. Aber das klappt nicht, nee. Mhm. Also spätestens am nächsten Tag springt er dann um mich rum. Onaniert er zwischendurch auch noch? Nö. Das nicht? Nö, das nicht. Ja, das wäre ja vielleicht auch mal, das werde ich ihm gleich mal persönlich sagen, wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit, um das Ganze ein bisschen runterzufahren und dich auch zu entlasten. Hm, ja, hm? Ja. Ja, klar. Ja, aber dann, nee, das glaube ich nicht, dass er das dann will er trotzdem noch. Gib ihm mir mal eben nochmal, Manuela. Ja. Hm? Ja. Ich habe gerade zu Manuela gesagt, Norbert, eine Möglichkeit wäre, dass du vielleicht auch mal ein bisschen Spaß mehr mit dir selbst hast, um das etwas abzulenken von Manuela. Könnt ihr schon mal testen? Bitte? Könnt ihr schon mal testen? Ja, ne? Also auf die Idee hättest du auch schon mal selbst kommen können, oder? Ja, aber ich denke mir, Manuela ist mir lieber wie selbst machen. Ich verstehe nicht. Die Manuela ist? Ist mir lieber, wie ich selber mag. Ja gut, Norbert, aber du musst ja Rücksicht auf sie nehmen, wenn sie das nicht mag und ihr das zu viel ist und ihr schon Streit miteinander habt und eure Beziehung, die so lange anhält, jetzt schon vielleicht darunter leiden könnte, dann versucht man doch dem Ganzen ein bisschen irgendwie das Ganze mit Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja, eine Möglichkeit. Ja. Jetzt müssen wir mal dieses Gespräch abbrechen, weil mich das völlig kirre macht, dieses Gerausche, und ich euch auch nicht richtig verstehe. Norbert, Manuela, euch beiden alles Gute. Ich sage Tschüss und wir machen jetzt mal ein bisschen Musik hier. Jawohl. Tschüss. Sollen wir auflegen? Ja, ihr könnt auflegen. Tschüss. Danke.